Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie hier im Oldschool Lores Training. Und zwar geht es heute um eine ganz lange Geschichte mit meinem Hintergrund. Früher habe ich mit Handeln trainiert, dort, wo ich mich aufbauen oder auch aufgebaut habe, für bessere Sport zu machen. Ich komme aus dem Karate, habe damals Karate gegründet und bin dort dann auch am Spitzensport tätig gewesen. Training, Muskeltraining ist immer noch ganz ein Schlüsselpunkt, weil nur Kraft, Muskulatur treibt uns durchs Leben. Wenn man ein intaktes Nervensystem hat, und das geht ja Hand in Hand, wenn ich die Muskeln trainiere, müssen die Nerven mit tun, sonst kann ich die Muskeln ja nicht trainieren. Kraft brauchen wir bei allem, was wir machen, ob wir Velo fahren, ob wir Bergtouren machen, ob wir Tennis spielen, egal was wir machen, wir brauchen Muskelkraft und das kann man da ideal trainieren. Und zwar einfach noch einmal zusätzlichen Impuls zu geben. Meine Ausgangslagen sind damals so gewesen. Ich habe beim Bill Pearl, der ist einer damals von Amerika, wo das Muskeltraining wie perfektioniert hat, respektive mit einem Buch auch dargestellt hat, wie kann Muskeltraining uns beim Sport spezifisch unterstützen, aber auch natürlich, er hat auch zeigen können, wie kann man Muskeltraining für eine Allgemeinheit und in der Rehabilitation mit Handeln ideal einsetzen. Auf das bin ich damals 1974 drauf eingegangen und habe dort angefangen, damals noch in der Garage und dann nachher im Mühleholz, die Landstraße 168, wo wir jetzt wieder sind, in Schaan, dort hat das Ganze seine Anfänge den genommen gehabt. Damals sind auch die Skiasse zu mir gekommen mit dem Rolf Windmüller, Anni Wenzel und die ganze Skinationalmannschaft ist dort damals dabei und hat mit Handeltraining schon mal eine Basis geschaffen, um ihren Erfolg zu unterstützen. Jetzt, wer starke Muskeln hat, hat natürlich auch einen besseren Schutz bei einem Sturz oder er kann besser natürlich auch die Stegen auflaufen, was auch immer er in Bewegung machen muss. Wenn Muskeln da sind, dann geht es einfach leichter und das dann natürlich unterstützen. Jetzt, was es heute geht, ist, wir haben vom Handeltraining, hat es dann nachher plötzlich eine Idee gegeben vom Arthur Jones, in Amerika, er hat die Nautilus Medical Industries Bilder mit Geräten, die nicht nur auf die Schwerkraft eingegangen sind, sondern er hat sich gesagt, jeder Gelenk hat eine spezielle Kraftkurve. Und wenn wir uns das anschauen, jetzt hier zum Beispiel, gerade was die Schultergelenke anbelangt, so haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Gerät, das ideal auf diese Art kann das Schultergelenk mit einbeziehen und kann das Schultergelenk sauber ausschöpfen in einer guten Führung drin. Die Führung mit dieser Kraftkurve hat den Vorteil, dass wir eigentlich immer ideal angesprochen werden. Das heisst, dass der Muskel innerhalb kürzester Zeit schnell und effizient kann trainiert werden. Und das bringt einen enormen Nutzen. Früher habe ich mit den Handeln anderthalb Stunden vielleicht trainiert, um mich auszulasten. Es hat einen Aufwärmsatz gebraucht, um den Körper daran gewöhnen, an die Bewegung zuerst und dann an die Last, die ich dann auch gebraucht habe. Und dann, jetzt mit dieser Kraftkurve, da entfällt eigentlich durch die saubere Führung, entfällt eigentlich das Aufwärmen und der ganze Prozedere, sondern wir können langsam anfangen, in die Bewegung einsteigen und dort mit durch das langsame Training uns verletzungsfrei sozusagen aufbauen und vor allem haben wir da drin auch eine tolle Dehnung. Und da haben wir eigentlich Dehnung und Kräftigung schön miteinander kombiniert. Die Nautilus, damals, als ich das gesehen habe, ich bin gerade von Japan zurückgekommen, habe ich gedacht, ja, den Amerikanern
Vielleicht können wir auch zeigen, wie man trainiert. Auf jeden Fall, nach 35 Minuten von dem High-Intensity-Training bin ich so kaputt gewesen, dass ich nur noch Dusche und eine Bank gesucht habe, um mich herlegen können, um mich zu erholen. Das ist natürlich nicht das Ziel für Sie, liebes Publikum, sondern es hat mir dann einfach zeigen können, wenn ich als Spitzensportler so toll trainiert werden kann mit den Nautilus-Maschinen, dann kann jeder andere auch davon profitieren. Und das hat mich damals so begeistert, dass mich auch der Vater dann unterstützt hat, dass ich auch dann mal Nautilus-Maschinen einkaufen und sie dann auch können auf Vaduz oder respektive auf Schalen bringen. Ein bisschen noch zum Trainingsprinzip. Arthur Jones hat gesagt, lass Thomas, wenn du dich ausschöpfst, dann solltest du dich maximal ausschöpfen. Und nur dann kann der Muskel auch wachsen. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist eine wichtige Sache. Viele haben das Gefühl, ja, wenn ich im Muskeltraining gehe, dann habe ich einen Haufen Zeitverlust und ich brauche doch meine Zeit für andere Sachen. Jetzt beim Nautilus-Training ist das eben nicht so gewesen. Weil er hat aber gesagt, überleg dir mal, wenn du einen Nagel mit einem Schlag ganz einschlägst, nützt das denn noch etwas, wenn du nochmal drauf haust? Dann habe ich gedacht, ja, du hast recht, also das nützt wirklich nichts. Das heisst eigentlich, ich muss mich mental so einstellen, dass ich beim einmaligen Ausschöpfen kann auch sagen kann, ich habe nur die Chance für heute, bei dem Training, beim Beintraining oder was auch immer ich praktiziere, mich maximal auszuschöpfen. Also gehe ich mental an meine Leistungsgrenzen. Ich muss mental keine Reserve beibehalten, sage, ah, jetzt kommt der Nomensatz, sondern ich kann mich wirklich mit einmal ausschöpfen. Das stärkt meine Mentalleistung, also wie gehe ich mit meinem Körper Herausforderung um. Und es tut die Muskeln extrem stark so herausfordern, dass sie eben in der Ruhephase, was man 48 bis 72 Stunden nennt, wirklich erholen können. Und das macht das Training hocheffizient. Und ich muss leider zugestehen, ich bin ein fauler Sack und ich trainiere unheimlich ungern ineffizient. Also deswegen kommt mir die Effizienz extrem in die Nähe, weil dann nachher kann ich sehr viel profitieren von dem, was ich an Zeit da investiere. Das Training ist absolut toll für auch ältere Personen. Der Älteste, der ja angefangen hat bei mir, und der ist 84 gewesen. Und der ist weit über 92. Und dadurch, dass das super geführt ist, hat eigentlich niemand irgendwie Mühe. Das heisst auch, Leute, die jetzt zum Beispiel gewisse, ich arbeite auch mit Schlaganfallpatienten, Behinderungen haben, können damit auch etwas anfangen. Und das ist mir einfach wichtig, dass jeder etwas davon profitieren kann. Und gegenüber jetzt zum Beispiel, was es alles fördert. Im Prinzip ist das für alle sehr eine positive Sache, wenn man regelmäßig trainiert. Ein Arzt hat da so 7 respektive 10 Punkte mal herausgefunden und hat das dann auch dokumentiert, dass sie, ja, er sagt, Bewegung ist das beste Medikament. Und ich würde das noch ergänzen, Bewegung und Belastung ist das beste Medikament. Und zwar hat da folgende positive Wirkung, das Medikament, nämlich es senkt das Körpergewicht, so den Stoffwechsel anregen, senkt den Blutdruck, senkt den Blutzucker, senkt den Cholesterin, senkt auch die Möglichkeit von Rücken- und Gelenksbeschwerden und senkt den Knochenschwund. Und weiter hebt es die Stimmung und es verringert die Stresslabilität, also wir werden stressresistenter, verringert die Möglichkeit zum Herzinfarkt, verringert die Möglichkeit zu einem Schlaganfall und verringert auch die Möglichkeit zur Krebserkrankung. Also Bewegung, Belastung, Ruhe, Bewegung, Belastung, Ruhe. Tun das wirklich umsetzen, vielleicht 1 bis 2 Mal oder 2 bis 3 Mal in der Woche. Danach haben wir das beste Medikament, wo man sich noch denken kann. Ich liebe das Hanteltraining genauso.
wie das geführte Training, weil das Handeltraining gibt mir natürlich noch einmal mehr Möglichkeiten und ist funktional super, um mich auch können aufbauen. Und deswegen das Handeltraining hat dann auch dazu geführt zu einem Limit Workout, das heißt Übungen mit dem ganzen Körper, den man kann machen, ob ich es mit dem Seil schaffen oder ob ich mit dem Terex-Bänder schaffe und so weiter. Das sind alles so Kombinationen, die zu einem ganzheitlichen Körpertraining und Vitalität dazugehören. Gut, wer sich jetzt Handeltraining nicht so vorstellen kann, dem zeige ich doch Handeltraining gern, wie das geht. Natürlich auch Nautilus, wenn man richtig mit den Nautilus-Maschinen arbeitet. Weil ich sage, Nutzgefühl kann dann eine Orientierung geben, ob einem das wirklich weiterbringt und die Lebensqualität im Alltag kann verbessern kann. Was ja schon ja, jetzt seit den bald 45 Jahren oder mehr als 45 Jahren sehr, sehr viele eine Alltagsverbesserung auch erlebt haben. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Basisübung grundsätzlich ist die Kniebeuge. Man sagt, die Kniebeuge ist die Königsübung, die man könnte haben im Krafttraining und überhaupt für den ganzen Körper. Wir fangen eigentlich mit der Kniebeuge an und ich zeige euch jetzt so ein bisschen, was ich jetzt gerne mache. Wenn ich jetzt Kniebeuge gemacht habe, mache ich gerne eine Kombination. Denn das Ganze isoliert. Jetzt gehen wir über zu der Nautilus-Maschine. Gut, jetzt die Kombination zwischen Kniebeuge und dieser Maschine, die ist ganz ideal. Da habe ich einerseits vom Winkel her einen extremen Winkel. Also ich werde sehr stark herausgefordert in der Bewegung. Also ein Bewegungsradius. Trainiere dann auch ein Bein. Und noch eins, Beintraining, es hat natürlich noch einen Hintergrund. Ihr müsst daran denken, wenn ihr ein bisschen zu viel Bauchfett habt, dann macht Beintraining, weil das hilft, weil es grosse Muskulaturen sind. Und die tue ich direkt abwechseln. Das heisst, ich mache zuerst unten Strecken machen und dann nachher stoßen. Das braucht grosse Muskulatur und gut, jetzt logischerweise nur mit einem entsprechend leichten Gewicht zum zeigen, aber das ist eine ideale Kombination. Anschließend würde ich dann auch auf die nächste weiter Muskulatur gehen, würde aber auch den Rumpf sehr gerne dran nehmen, weil die Rumpfmuskulatur ist ein ganz wichtiges Gesicht. Gerade wenn man hinten schauen will, jetzt fürs Autofahren, gerade für ältere Leute, dass die ganze Wirbelsäule ideal dran genommen wird. Und die, Seitenmuskeln werden da speziell angesprochen. Jetzt gegen den Rücken. Beim Rücken habe ich ganz etwas Spezielles gemacht, und zwar habe ich hier ein Polster gebaut, wo ich nachher kann die Wirbelsäule schön abrollen kann. Ich habe auch ab und zu, Gott sei Dank selten, Rücken weh, und deswegen bin ich froh, wenn ich den Rücken aufbauen kann. Jetzt das Wesentliche ist, dass ich mich hier richtig fest arretiere und nachher auf dem Gerät eine nur langsam zurückdrücken, mich abrollen, vorne spannen, langsam lösen und wieder langsam Hintergang und wieder langsam lösen. Der Ursprungsspruch auch von Werner Kieser, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, das wird die auch unterstrichen entsprechend, wenn man dazu auch nimmt, dass entsprechende Flexibilität oder Dehnung auch noch dazu gehört. Also Faszienarbeit. Und damit kann jetzt und könnt ihr natürlich auch ideal euren Rücken
entsprechend stärken und aufbauen, dass sollten Rückenschmerzen dann wieder wegkriegen. Jetzt vom Muskelaufbau ist auch, und auch von der Problematik sind oft die Schultergelenke, und dort hätten wir die Schulterrotatoren, wo man in dieser Maschine ideal zeigen kann. Da geht es darum, auf die richtige Sitzhöhe einzustellen, was ich natürlich alles zeigen wird, und ich würde auch einen Trainingsplan machen, wo ihr dann genau seht, in welcher Höhe sind ihr, was für ein Gewicht habt ihr, und dann auch jetzt da zu der Bewegung selber. Ich hole da hinten, tue richtig dehnen hinten, komme langsam runter, drücke ganz zu, Spannung geben, langsam lösen, dehnen, dehnen, dehnen und wieder Druck geben, Druck geben, Druck geben, aha, drücken, spannen, dehnen, dehnen, dehnen und so weiter. Das ist etwa das Tempo. Dann gerade anschliessend oben vorne heben, anziehen, anziehen, Spannung geben, langsam lösen, 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 anziehen, Spannung geben, langsam lösen, lösen, lösen. Das ist eine super Kombination, die die Muskulatur optimal ausschöpft. Als nächstes ist die Schulter dran. Und die Schulter ist eher ein bisschen eine divisile Geschichte bei mir, weil es ist vom Karate, vom Schlagen. Auf jeden Fall, die tut mir gut, wenn ich da so anhebe, löse, anheben, lösen. Und dann, wenn ich am Grenzen bin, gerade anschliessend da, hochstoßen, lösen, hochstoßen, lösen. Und da gilt halt auch das Prinzip, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und somit ist halt immer wieder die Idee, dass man auch Sachen, die man jetzt weniger gern trainiert, einfach sagt so, ich trainiere es. Dazu von meinem alten 82-jährigen Hans Schleich, den ich damals gefragt habe, wie schaffst du das, so regelmäßig ist dreimal mit 92 noch ins Training gekommen, meistens am Morgen um 7 Uhr. Und dann sagt er, Thomas, weißt du, musst dich mal entscheiden und dann nicht mehr fragen und tun. Und das ist eigentlich auch die Empfehlung an Sie, wenn ihr mal einen Entscheid getroffen habt, das nicht wieder hinterfragen, sondern das tun. Mir hat der Typ geholfen und der bringt mir echt Energie, um da auch tüchtig trainieren. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als Sie einzuladen. Kommen Sie doch einmal vorbei zum Training, probieren Sie es mal aus. Wir haben das Angebot so, dass wir zwei Wochen, dass Sie zwei Einführungen kriegen, plus zwei Wochen gratis, wo Sie es können mal testen können. Kommen Sie doch vorbei, wir haben genug Platz. Wir haben auch jetzt wegen der Corona oder auch generell genügend Abstand zu den einzelnen Geräten. So kann sich jeder mal probieren, die Vitalität aufbauen und dabei fit und gesund bleiben. Danke fürs Zuschauen, ganz einen schönen Tag, geniessen Sie und wie gesagt, sind herzlich willkommen, da auch zu tun.